So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Ich starte gerade einen weiteren Versuch, die Aufnahme richtig zum Laufen zu kriegen. Vielleicht läuft es jetzt einigermaßen. Ja, mehr oder weniger. Es will halt nicht so richtig super laufen, ne? Eine unzerstörbare Tür. Gucken wir mal das Schlüsselloch. Ist da drüben noch was drin? Genau, da war ja die Rune. Wo ich hier, ist hier wieder so ein verdächtiges Buch. Ne. Wofür ich das Schlüsselwort brauche. Okay. Hier komme ich nur aufs Dach. Merke ich mir aber auf jeden Fall. Und zwischendrin mal hier Nachtsicht. Da unten gibt es noch jede Menge. Den Tresor kann ich noch nicht öffnen. Das heißt, ich gehe nochmal kurz runter. Und versuche nochmal unten was zu finden. Egal was. Wow. Ach komm. Zack. Ein Sextant. Der junge Prinz von Tyvia hatte ich schon. So kommt man natürlich auch zum Ziel. Ach, hier sind wir, ja. Alles klar, cool, okay. Stimmt, ich erinnere mich. Und was mich richtig freut, ist, dass es jetzt scheinbar, kaum will ich sagen, droht es auch schon ins Gegenteil zu verfallen. Nein, es scheint jetzt flüssig zu laufen. Die Insel Morley hatte ich auch schon. Das hatte ich noch am Ende von der letzten Folge vorgelesen. Ja, ich will dieses verdammte Schloss hier knacken. Scheiße. Habe ich da vielleicht irgendwas in den Notizen oder so? Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Geh weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird dir offenbart. Okay. Also, die geschäftigen Straßen, das heißt, nach unten muss ich wieder mal. Hallo? Danke. Vorher allerdings gehe ich nochmal nach nebenan. Um hier nochmal alles ein bisschen auf den Kopf zu stellen, noch ein Brot zu futtern. Nee, das ist mir ein bisschen zu hoch. Oh. Wird sich keiner erinnern. Ich werde mich an keinen von euch erinnern. Na, wer ist da so großkotzig gerade? Ich. Okay, also auf den Straßen entlang, bis man einen Walfänger sieht. Das will ich jetzt mal versuchen, gerade zu lösen hier. Am Arsch! So. Versuchen wir es doch einfach mal. Bang! Umbringen wollte ich ihn zwar eigentlich nicht, aber na gut, Betäubungsbolzen, Brandbolzen. Springminen, ich kann auch mal Granaten eigentlich verwenden. Davon habe ich ja so viele. Oh, cool. Money, money, money. Sind alle von dorthin gesprungen.
So, am Leben lassen wir ihn, ja? Erster Tagebucheintrag. 19. Tag, Monat der Saat. Was soll ich tun? Sie ist weg und hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie, als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. 3. Tag, Monat der Netze. Mir wurde Arbeit auf einem Walfängerschiff angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Tyvia suchen, im Norden. Die Winter sind dort kalt, keine Ratten, keine Seuche. 28. Tag, Monat der Netze. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden, glänzend, glänzend und alt. Sieht nach einem Walknochen aus, der einem Glück bringen soll. Ja. Alter Schwede. Wurde der umgebracht? Ist das der Verfasser? 2. Tagebucheintrag, na dann. 2. Tagebucheintrag. 6. Tag, Monat des Regens. Mein Cousin Emil kommt schon bald und bringt einen Huhn zum Rösten mit. Ich werde nachschauen, ob eins der Geschäfte noch offen ist. Vielleicht kann ich ein paar Äpfel oder Kartoffeln kaufen. 10. Tag, Monat des Regens. Ich habe meine Walknochenschnitzerei auf ein Regal gestellt, aber ich konnte sie dort nicht von jedem Winkel des Raums sehen, also habe ich einen kleinen Sockel dafür gebaut. Sieht schön aus im Kerzenlicht. Voll der Freak. 15. Tag, Monat des Regens. Manchmal träume ich davon. In den Träumen macht es Geräusche wie der Wind, der durch ein zerbrochenes Fenster bläst. In anderen Nächten klingt der Wind wie eine Stimme. Ich hätte mich zum Hafen begeben sollen, um in See zu stechen, aber es fiel mir zu spät ein. Vor einigen Tagen war das. Dritter Tagebucheintrag. 18. Tag, Monat des Regens. Mein Cousin war da und wir haben darum gekämpft. Als ich ins Zimmer kam, hielt er es fest, umklammert. Ich schrie ihn an und wir haben begonnen, darum zu kämpfen. Jetzt bin ich von Reue erfüllt. 26. Tag, Monat des Regens. Er sitzt immer noch in der Ecke gegenüber den Kerzen. Er war ein Dieb. 2. Tag, Monat des Windes. Ich frage mich, wie er davon wissen konnte, zum Abendessen zu kommen. Muss ein Trick gewesen sein. Vielleicht hat er es anderen erzählt. 7. Tag, Monat des Windes. Ich habe den Flur verbarrikadiert. Jetzt ist alles sicher. 11. Tag, Monat des Windes. Die Wache kam und hat Leute mitgenommen. Die Nachbarn. Jemand im Gebäude hat die Seuche. Jetzt weg. Es verspricht mich zu beschützen. Jede Nacht verspricht es das. Oh, eine Rune. Oh, cool. Okay. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf. Bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, meinen Erschein vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Okay, der Sokolov hat sie wohl auch nicht alle. Beweglichkeit kaufe ich mir mal. In der zweiten höher springen, indem man Leertaste drückt. Jawohl. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Das hätten wir alles. Ich würde sagen, hier habe ich alles abgeschlossen. Nice. So ein Doppelsprung. Wow! Scheiße! Habe ich es da versehentlich gedrückt gehalten. Alter, das ist aber gefährlich, was ich hier mache. Keine Frage. So. Ja, die Rune. Scheiße, dass ich... Aber ich weiß, ich kenne ja nicht den Code vom Tresor. Ich könnte den jetzt durchgoogeln oder so, aber... Das wäre natürlich auch nicht so schön. So. Da unten irgendwo auch nicht, ne? Ne.
Na egal, ich habe eine dumme Idee jedenfalls. Granaten! Peng! Alter Schwede, die habe ich aber ganz schön aufgeräumt. Ja, Granaten sind zwar teuer, aber ich wollte die jetzt mal ausprobieren, damit ich die auch mal verwendet habe. Gebe ich dem Heady? Scheiße. Oh. Der fackelt voll ab. Brandpfeile sind also auch geil. Merken. Darauf hätte ich an sich auch schießen können, fällt mir gerade ein. Pistole werden die mich sicher bemerken. Da runterspringen. Ich weiß nicht. Alter, der ist voll verkohlt. Heftige Lage. Wow! What the? Heilige Scheiße, was war das denn? Oh mein Gott. Okay. Merken, das Ding zerstören. Das war ja mal richtig abartig ekelhaft. So, was Gefährliches ausprobieren. Woo! Jawohl, das Ding ist aus. Alter, ihr habt den voll mit der Granate abgeworfen. Voll zerstückelt. Geil. Brenn. Nein, daneben, scheiße. Ja. So war das zwar eigentlich nicht geplant, aber egal. So, das Ding ist aus. Da ist noch so ein Teil. Nein. Ah! So. Alleine, wieso ist das Teil denn schon wieder an? Das ist doch gay, ey. Gay, ey. Scheiße, Mann, warum? Ich dachte... Ah. Ich dachte, das Teil wäre aus. Das ist ja ekelhaft. Gut, dann mache ich es diesmal anders. Voll geil, wie der da eben auf dem Boden gelandet ist und so das abgefedert hat. Praktisch mit der Hand so abgestützt hat, den Sturz. Wetteinsatz, je 5 Münzen. Oh, Jack hat fett gewonnen. Was geht ab, Jack? Es gab Zeit, gesagt, er soll sich umsehen. Genau, sich umsehen bedeutet, die Waffen aufzuspähen und dann zurückzukommen. Ja, das machen die Waffen also. Man sieht sich vorher um, damit man nicht in einer Zelle landet. Alec hat das genau so. Missionshinweise. Einige Männer merkten an, dass einer ihrer Freunde während der... Gut, also nochmal zurück. Zum ollen Patchett. Eins seiner Gemälde, okay. Was ist hier noch? Oh, cool. Platsch.
So, Gemälde. 4? Da ist eine 4 auf jeden Fall drauf. Da ist nichts drauf. Ach, das hatte ich geklaut. Genau. Eine 4 auf jeden Fall. Also 4, 3. Vier, drei. Wahrscheinlich stockwerkweise. Vier, drei, eines fehlt mir noch. Nee, dann weiter unten. Also 4, 3 habe ich. 3. Da kenne ich keine Zahl drin. Wo ist denn noch ein Gemälde? Oder ist das nur ein Gemälde? Oi. Das kann doch noch einen kleinen Augenblick dauern. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt ein Gemälde finde, wo alles drauf ist. So, wir haben eine 4. Da ist keine Zahl drauf. Hier ist kein Gemälde. 4. Bin ich zu blöd, um eine Zahl zu finden? Naja, gut, ich kann zumindest... Wenn das klappt, ich hoffe es. 7, 4, 3, 7. Vier war ganz unten. 4, 3, 7. Ja. Okay. Das ist merkwürdig. Vielleicht eine andere Reihenfolge. Ich hatte ja in den Notizen was. Moment, wo war das? Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Das war das 473. 473. Jawoll. Also, hat sich doch gelohnt. Wie viele Runen haben wir jetzt? Eine Rune haben wir, ja. Na, mal sehen, was ich mir als nächstes hole. Eine bessere Bewegungsgeschwindigkeit wäre natürlich auch hammerfett. Richtig geil wäre das. So. Ich probiere mal was aus. Zack, ich halte dir die Zeit an. Jawohl. Nice. Ja, sehr schön. Nein, ah, das wollte ich eigentlich gar nicht.
So, versuchen wir mal den unterirdischen Weg hier. Wenn das irgendwas bringt. Oh ja. Hä? Was, hä? Kann man sich auch hinlegen? Nee. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Oh, was sehe ich denn da? Nein! Manipulieren. So. Och Mann. Jetzt habe ich schon wieder. Das lief doch bis eben so schön flüssig. Jetzt muss hier Dings wieder rumnerven. Aber die Zeit ist sowieso schon rum. Deswegen würde ich sagen, unterbreche ich hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.